Hey Leute, ihr wolltet ein Review zum Seven Deadly Sins Manga. Ich habe mir noch keinen einzigen Blick in diese Bücher erlaubt. Dennoch ist mir bewusst, dass viele von euch diesen Titel verlangt haben. Und deshalb dachte ich mir, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Und ich hoffe, ich werde positiv überrascht. Das Erste, was auffällt, ist, dass das Cover traditionell koloriert worden ist. Und das ist doch mal eine schöne Ausnahme in dieser Welt der modernen Manga-Zeichner, die scheinbar keine Gelegenheit auslassen, um ihre Cover digital zu kolorieren. Das hier ist mit Copic-Marker koloriert worden und interessant ist, dass der Vordergrund farbig gehalten wurde, im Kontrast zum Hintergrund, der schwarz-weiß gestaltet worden ist. So, was haben wir hier, Leute? Wir bekommen erstmal Farbseiten, die leider nicht farbig sind, aber das ist normal. Wir sehen hier direkt schon etwas, was an Fahndungsplakate erinnert. Und diese Fahndungsplakate sind, anders als der Stil, der in diesen Panels gezeigt wird, in einem Stil gezeichnet, der beinahe aussieht wie eine Bleistiftzeichnung. Und dieses Ziel hat der Künstler relativ gut umgesetzt. Obwohl die Linien skizzenhaft sind, wirken sie doch gewollt und gekonnt, finde ich. Heutzutage ist das ja Mode bei vielen neueren Manga-Zeichnern, zu stricheln und zu skizzieren mit der Zeichenfeder. Und meistens sieht das so unbeholfen aus, dass es fast schon unseriös wirkt. Und es wirkt darüber hinaus so, als ob der Künstler versucht, durch dieses Stricheln darüber hinwegzutäuschen, dass er sein Handwerk nicht beherrscht. Bei ihm sieht das allerdings vernünftig aus und es ist nur eine Ausnahme auf dieser Seite. Auf den anderen Seiten sehen wir weitestgehend clean Linien. Auch hier wunderschön geschwungene Linien. Ich mag diese Schraffierung hier an der Lippe. Diese Kleinigkeit sorgt schon dafür, dass man ein dreidimensionales Empfinden dafür hat. Auch hier schöner Gesichtsausdruck, nicht allzu melodramatisch. Der Detailgrad innerhalb der Panels ist bisweilen sehr, sehr hoch. Dennoch habe ich nicht unbedingt das Gefühl, mich in den einzelnen Panels zu verlieren, beziehungsweise die Orientation zu verlieren. Trotz der Details grenzen sich die Figuren doch relativ gut ab. Auch hier die Speedlines schön gesetzt und scheinbar freihändig hier an diesem Bein und an der Explosion auch. Interessant. Auch hier interessante Seitenstruktur, längliche Panels, die senkrecht angeordnet sind. Und auch mit Perspektiven spielt er gerne. Wir sehen hier eine Perspektive von oben, seitlich von oben. Und hier sehen wir die Figuren von hinten, auch interessant. Also Leute, zusammenfassend, wir haben hier Bewegung, wir haben Perspektivwechsel und wir hatten bis jetzt relativ cleane Linien. So, mal sehen, ob das Ganze sich anders entwickelt oder ob wir noch hier noch überrascht werden. Ich hoffe, wir werden noch überrascht von gewissen Dingen. Ein Manga ohne Überraschung, das haut nicht hin. So, was haben wir hier? Die Speedlines hier sind vernünftig gesetzt, aber dadurch, dass die Speedlines zentriert zu ihren Augen zeigen und dass die Speedlines hier am Unterarm in die entgegengesetzte Richtung zeigen, wird das Ganze minimal gebremst. Hier fällt das nicht ganz so auf, obwohl es eine ähnliche Bewegung ist, weil
die Speedlines hier nicht gekreuzt sind. Merkt ihr das? Die Speedlines kreuzen sich hier nur indirekt. Hier kreuzen sie sich direkt wie ein Schachbrettmuster. Auch hier schönes Panel. Man ist geneigt, das Ganze ein bisschen umzudrehen. Was ich cool finde, ist, dass die Rasterfolie leicht über die Konturen hinausgeht. Das gibt dem Ganzen irgendwie eine leuchtende Aura. Findet ihr nicht auch? Und nur die Augen hier sind weiß. Das gefällt mir. Auch hier kurvige Speedlines über die ganze Seite hindurch. Nicht schlecht. Hier sehen wir auch, dass die Linienstärke gerne variiert. Hat was, Leute, das hat was. Wir wissen, variierende Linienstärken sorgen für Abwechslung beim Lesen und bei der Betrachtung einer Zeichnung als Standbild. Hier auch. Lass uns doch mal einen Blick in die anderen Mangas werfen. Wir haben schließlich die ersten drei, das sollten wir doch mal ausnutzen. Hier wird der Schatten des Gesichts genutzt, um eine andere Sequenz darzustellen. Wow. Ey Leute, das sieht cool aus. Echt tolle Perspektive. Seitlich von oben. Gepaart mit solchen Speedlines und solchen Lichtblitzen. Das sieht richtig lebhaft aus. Das sieht gut aus. Alter Schwede. Die Bewegung des Schwerts wird durch diese Lichtaura nochmal verstärkt. Das sieht wirklich schmerzhaft aus, Leute. Was halte ich vom Charakterdesign? Also ich finde, der Held sieht schon ein bisschen fahl aus. Ein bisschen bleich, ein bisschen blass. Also unter 100 Manga-Charakteren würde ich den nicht unbedingt erkennen. Was haben wir hier bei Band 3 noch? Ich mag dieses Kirschrot, dieses Granatapfelrot sehr, sehr gerne. Mit schönen Glanzeffekten. Wir bekommen auch relativ oft Ganzkörperaufnahmen der Figuren zu sehen. Das sieht doch auch nice aus. Das macht was her.
Also, was ist mein abschließendes Resümee? So, hier schon wieder schöne Variationen der Linienstärke. Wir können festhalten, dass der Zeichner ein fähiger Zeichner ist. Er ist kein Ausnahmetalent, aber er ist ein fähiger Zeichner, der was versteht von seinem Handwerk. Ich habe mich gut in guten Händen gefühlt beim Lesen. Ich hatte das Gefühl, er weiß schon, was er macht. Er ist kein Genie, aber er weiß, was er macht. Er beherrscht sein Handwerk und hat ein paar großartige Panels geliefert. Daumen hoch für Seven Deadly Sins. Ich muss ehrlich auch sagen, ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so gut gefallen würde. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu, Leute. Was denkt ihr darüber? Und genauso wichtig, welche Mangas wünscht ihr euch noch von mir zu sehen? Und ebenso wichtig ist auch, was für Videos wünscht ihr euch sonst noch so von mir? Ich zeige euch immer gerne Manga-Reviews, sehr, sehr gerne. Aber was für Videos wünscht ihr euch noch von mir? Schreibt es in die Kommentare. Bis bald.